Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Ditchwater. Wir müssen unsere ersten Boote bauen und es geht weiter mit Anno 1800. So, was soll man denn schönes bauen? Wir sollen an Plague verkaufen. Ein Schoner, ein Kanonenboot und eine Fregatte. Erstmal bauen wir den Schoner. Holzhammer, die Segel müssten wir eigentlich auch haben. Wie sieht's aus, segeltechnisch? Ja, okay. Können wir schon mal den Schoner bauen. Kostet 100 Arbeiter, die jetzt dort beschäftigt sind. Und natürlich bräuchte man noch eine Straßenanbindung. So, jetzt kann es losgehen. Der Schoner wird gebaut. Klicken Sie auf Eisenvorkommen. Okay, wir brauchen Eisen für die Kanonen, für das nächste Boot. Und wie komme ich hier am besten lang? Das sieht aus wie eine Schiene, ne? Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Okay. Ich kann auch keine Mine bauen. Ah, jetzt. Noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ja, das hört sich gut an. Komm, wir sprengen das weg. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Kein Lagerhaus in Reichweite. Also brauchen wir noch eine Straße hier hin, oder? Und noch ein Lagerhaus. So. Bevölkerungstechnisch geht's, wir bauen trotzdem noch ein paar Hütten, denn mehr Einwohner ist immer besser, gibt's mehr Cash. So ein 4x4 Feld, noch wieder ein bisschen Straße rundherum. Wie sieht's in der Kirche aus? Die Glocken läuten. Oh, der Schnupftabak, ganz gefährlich. So, schließen Sie die erste Phase ab, der Grabungsstätte. Hier geht's voran. 4x Holz da, 5x Ziegel da. Aber unsere Holz ist alle. Wie sieht's denn mit Rohholz aus? Wir haben 71 Mal und es geht zurück. Wir werden jetzt einfach noch eine weitere Sägewerkstatt bauen und dann vielleicht noch einen neuen. Ja, 94%, das ist ein bisschen wenig. Wo baue ich den denn noch hin? 91, 96, 95. Ja, bauen wir den hier hin. So. Müssen sie erstmal aufforsten. Aber dann haben wir 3 und 3 jeweils. Dann müsste es mit dem Holz vorangehen. So, die Hälfte haben wir schon. Können wir noch ein bisschen mehr Speed geben. Süß wie Honig. Honig. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Nö, wir sprengen einfach. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Ich möchte ihn aber jetzt hier nicht suchen. Vom Stapel gelaufen. Jetzt muss ich den hier suchen, oder was? In der Nebel etwas Bretterproduktion. Eine Produktion wurde angehalten. So, der Bau... Tuck, schließe die erste Phase ab. Ja, jo. Hat Handel in Ditwatcher abgeschlossen? Jetzt muss ich ihn hier finden. Das sind wieder solche Quests, die ich nicht mag. Handel und Industrie. Ja, ich weiß. Hier soll er irgendwo sein. Eine Produktion wurde angehalten. Den finde ich nie. Gucken wir von oben. Wenn es wirklich nur ein Einzelner ist. Ist er das? Nö. Oh, wie ich solche Quests mag, ey. Vielleicht bin ich auch nur zu dumm dafür. Das sind die Wagen. Oder muss ich erst die erste abschließen? So, Phase abgeschlossen. So, schließen Sie die Phase ab mit Hilfe eines Sprengmeisters, ja. Ich warte noch auf den großen Knall. Ich warte auch auf den großen Knall, aber ich muss ihn erst finden. Ja, nein. Hallo? Da hat einen Regenschirm oder was? Sieht so aus. Ne, Luftballons. Ah, cool. Luftballons. Aber ich sehe ihn nicht. Nö. Beim besten Willen nicht. Hä? Berge versetzen.
Ich brauche ihn und ich brauche 15 mal Wolle. Können wir gleich mal gucken, wie es mit Wolle aussieht. Wir haben keine Wollreserven, das heißt, wir brauchen noch mal schnell eine Schaffarm. Die setzen wir hier mit ran. Dann kriegen die noch 3 davon. Ach, das wollte ich nicht so. Egal. Pflanzen wir einfach hier 3 Bäume dazwischen. So. Ja, das weiß ich. Ich will ihn ja suchen. Normalerweise waren die früher immer so leicht umrundet. Farblich abgegrenzt. Ah, das sind Quests, ey, die sie das nicht rausnehmen können. Das ist echt nervig. Oder ich bin einfach nur blind. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur ein bisschen blind bin und nicht sehe. Hier ist er nicht. Das soll hier sein. In der Nähe von Edwards Bretterproduktion. Ne, können wir nicht. Wir können keine Hasen jagen. Ich muss einen Typ finden. So, ein Soundtrack noch mal ein bisschen leise gemacht. Ich hoffe, jetzt ist es besser, dass meine Stimme ein bisschen mehr heraussticht. Und man nicht immer sich auf die Stimme konzentrieren muss. Weil der Rest zu laut ist. Aber wir finden den Sprengstoffmeister natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Bretter, Sägewerk, Sägewerk, Sägewerk. Wo soll der Typ sein? Boah, das ist so nervig. Hier soll er, es soll da unten sein. Warum soll er jetzt, ich muss hier eigentlich nirgendwo gucken. Ich kann jetzt nochmal hier gucken, was baut er hier ein schönes. Ein Bauplatz. Eine richtig große Stadt hat er, ne? Eigentum von Edward Good, die Weltausstellung. Ja, Sprengstoffmeister. Hallo? Ich sehe nicht. Seht ihr den? Ey, das gibt's doch nicht. Wo sollten wir sein? In der Nähe der Holzproduktion. Ich habe jetzt hier keinen Bock, alles und jeden anzuklicken. Das ist ja eine Kokerei bestimmt, ne? Eine Köhlerei, das passt schon. Das ist ja keine Holzproduktion eigentlich mehr. Was ist das? Ein Hochofen. Ah, okay. Ah, hier ist so wie Qualm. Das ist eh nicht. Was haben wir hier? Ein Betonwerk. Ja, ich sehe den echt nicht. Warum sehe ich den denn nicht? Die Tiere höre ich alles, aber den Typen sehe ich nicht. Oder ist der hier drin? Nee, ist er nicht. Suchen Sie den Sprengstoff... Ein Sprengstoffgeschäft. Ach, Sprengstoffgeschäft des Sprengmeisters. Ich sollte alles mal richtig lesen, ne? Da ist er. Oh Mann. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Okay, ja, stimmt. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Der arme Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Longways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Okay. Dann werden wir den bestimmt noch retten müssen aus dem Gefängnis. Ist der Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis. Na, ob das so stimmt? Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt.
Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Na dann schauen wir nochmal, was der kosten soll. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Haben wir denn diese Frigotte jetzt hier fertig? Flaggschiff? Haben sie denn schon angefangen mit bauen? Spielstand gespeichert. Jetzt bauen sie anscheinend, ne? Ich habe noch keinen verkauft. Jetzt soll ich ihn suchen. Oh. Das ist eine Quest, die mache ich erstmal noch nicht. So, der müsste jetzt eigentlich irgendwo beleuchtet sein, ne? Hoffe ich mal. Suchquests, juhu, die machen voll Spaß. Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Ja, ich auch. Ich bin nicht der, den Sie suchen. Ich behaupte ja nicht, dass Ihr Vater kein Verräter war, aber... Die kann ich alle anklicken. Samuel Goods Ingenieur? Da habe ich ihn, okay. Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Ich möchte das wissen. Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier... Er ist bereit zum Transport. 5000 Münzen, ey. Boah, das ist schon teuer. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. So, das ist das Schiff, was ich nehmen muss. Der Transport ist nur ein erster Fuß. Ich verurteile Sie zu... Dieser ein kleiner Hoffnungsschimmer. So, haben wir noch eine Quest für ihn angenommen. Liefern Sie an Blackworth 5 Tonnen... 8 Tonnen Stahlträger und 6 Tonnen Ziegelsteine. Wir haben keinen Stahl. Das ist schlecht. Was bist du hier für ein Kriegsschiff? Nee, doch nicht. Okay. Dann können wir jetzt die letzte Phase abschließen. Gehen zurück auf unsere... So aus dem Ärmel geschüttelt, was? Natürlich, das war aus der Portokasse bezahlt. Da kenne ich doch nichts. Wie sieht's aus mit der Wolle? Ja, Wolle geht nach oben, das ist gut. Dann können wir hier bald fertig machen. Wir werden noch ein paar mehr Leute bauen. Oder Häuser bauen. Denn uns geht das Geld langsam, aber sicher alle. So, noch eine Straße hier rundherum. Machen wir hier noch so eine kleine Buschreihe. Hier noch ein paar Bäumchen. Wo bleibt er denn? Soll er so lange dauern, die Fahrt? Ah, da kommen sie schon. Alles schick. Ich habe nichts gesagt. Können wir gucken nach unseren Ressourcen. Das geht nach oben, das geht nach oben. Ja, das wird halt verkauft, das wird verkauft, das passt soweit aber. Hier geht es nach oben, das wird auch verkauft. Mehl haben wir genug, wir könnten noch einen Bäcker bauen. Aber da haben wir bestimmt nicht genug Leute dann wieder. Da ist er ja. Versuch einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Wo muss der jetzt hin? Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Habe ich das jetzt schon verkauft? Wo sind denn die Boote, die ich baue? Stillgestanden. Toll, jetzt habe ich zwei gebaut schon. So, und die verkaufe ich jetzt an ihn hier. Ne, da haben wir noch ein Boot. Eine Fregatte können wir noch nicht bauen. Ein Kanonenboot auch nicht. Und eine Fregatte, was brauche ich dafür? Ein Handwerker. Was ist denn hier vorne los? Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Du bist doch auch ein Mensch. Ich weiß nicht genau, was sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Das schon, ne? Aber ich will ja hier ans Eisen ran und meinen Ruf wieder reinwaschen. Der versaut wurde. So, wir haben genug Leute, weil wir haben jetzt die Hafenwerft wieder ausgeschaltet. Das heißt, wir bauen noch einen Bäcker. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Und wir könnten noch zwei mehr davon gebrauchen. Oder wobei, eigentlich geht's ja mit dem Brot, ne?
brottechnisch, naja, nicht wirklich die Welt. Viermal haben wir Brot. Was brauchen die denn noch, die Arbeiter? Meine Frau und die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Bier bräuchten die noch und Seife. Mit Bright Sands können sie niemals gleichziehen, egal wie sehr sie sich abrackern. Das kriegen wir schon hin. Okay, da brauche ich Vasenmeisterei. Talg. Schweine und Talg. Hallo? Ach so, ist es hier? Ich habe im Voraus für ein paar dieser geheimnisvollen Beutekisten-Dinger bezahlt, die von irgendeinem supergeheimen Ort stammen, und ich habe dich als denjenigen auserkoren, der sich um die große Enthüllung kümmert. Das kriege ich. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Holen Sie das Treibgut. Ach du meine Güte, am Ende der Welt. Auf zum Ende der Welt. So, die letzte Phase abgeschlossen. Dann macht's gleich Knall. Mit Video? Mit Video, einmal frei. Endlich meine Videosequenz. Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Intro gibt's ja nicht. Eine Schande, dass Sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Und kaboom. Da muss weggesprengt. Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Ja, du hast das schon mit Dynamit geangelt, ne? Der ist voll der Dynamit-Fanatiker. Tada! Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Explosive Entwicklung. Großer Knall in den Bergen sichert ambitionierten Gurtgeschwistern wertvolles Eisen für angehende Kriegsschiffsproduktion im Auftrag der Königin. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Immer diese Waffen. Immer Waffen, Waffen. Was ist hier los? Kein Platz mehr frei. Dann ist das nicht schlimm. Dann können wir ein bisschen sammeln hier, Holz. So, ne, dann bauen wir mal jetzt hier eine Eisenstahl-Dingsbums-Produktion. Was brauchen wir dafür? Eine Köhlerei. Was braucht die in Umkreis? Die braucht Holz. Dann brauchen wir, die haben wir ja schon, eine Eisenmine. Die braucht natürlich noch eine Chance, als ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern? So will ich nicht bauen. Da er weg ist. So bauen wir. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir natürlich noch Beryl O'Mara. Ein Hochofen. Ich lasse die Dinge hier auf meine ganz eigene Art laufen. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Dann haben wir den Hochofen. Und dann brauchen wir noch ein Stahlwerk. Boah. Ja, und ich brauche viel mehr Arbeiter. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Na, so geil finde ich das halt nicht, aber... Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, ich weiß. Dank den wunderschönen Ausgaben an Industrie hier. Die machen jetzt schon so viel für Umweltverschmutzung. Wahnsinn. Wir sind viel zu wenige. Wir werden beobachtet. 245 brauche ich noch. Das ist irre. Bräuchte ich halt Seife. Aber Seife habe ich nicht. So, wir createn erstmal noch ein paar ab. Und hoffen aufs Beste. Wo kriege ich denn Seife her? Ich brauche Schweine. Dann brauche ich Talg, aber Talg machen sie da eigentlich aus Schweinen, ne? Haben wir denn... Was machst du denn? Die Metzgerei. Nicht genug Arbeit. Haben wir denn Schwein übrig? Wir hätten Schwein übrig. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Seife. Und bauen noch eine Schweinefarm. Für die haben wir alles. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier noch ein paar
Schweinefelder mit dran bauen. Und hierfür fehlt bestimmt dann jetzt Eisen, ja. Hier brauche ich jetzt schon Eisen für. Aber Eisen kommt. Was ist hier los? Kein Lagerhaus in Reichweite. Da ist ein Lagerhaus. Das soll nicht in Reichweite sein. Na gut, ihr kriegt noch ein Lagerhaus. So, jetzt müsste es funktionieren. Die brauchen nur Eisen oder Stahlbarren. Wir machen daraus Stahlträger. So, was braucht ihr eigentlich? Ihr braucht diese Eisenträger, ne? Ja, bestimmt, okay. Ja, Stahlträger. Da haben wir das, da haben wir dies, da haben wir dies. Und dann brauchen wir noch eine Waffenproduktion. Ja, das habe ich ja schon. Eine Kanonengießerei. Brauche ich nochmal 50 Arbeiter, habe ich nicht. Wir müssen mehr Leute bauen. Noch mehr. Es hilft alles nichts. Wir bauen noch eine neue Siedlungsreihe ran. So, noch eine Straße daneben. Können wir hier unsere schöne Reihe weitermachen. Gucken wir noch nach Obstbäumen. Wie viel haben wir Abstand gehalten? 2, 2. Dann machen wir so weiter. So, hier noch ein kleines Gebüsch. Unsere kleine Allee. Und hier ist jetzt zu viel los, ne? Das schafft das Lagerhaus nicht mehr. Da brauche ich einen Handwerker für. Aber hier jetzt noch ein Lagerhaus hin. Nee, das ist zu viel. Das kriegen die schon gewuppt irgendwann. Es fehlen halt überall Arbeiter. Es fehlen, egal wo, es fehlen Arbeiter. Wurst geht hoch. Brot geht hoch. Mehl geht auch noch hoch. Reicht das für 3? Die eine Mühle für 3 Leute. Das wäre natürlich... Ist sie denn 100% ausgelastet? 97%. Getreide 1 von 16. Die schafft anscheinend 3 Farm, wie es aussieht. Salpeter haben wir noch. Trauben, Getreide und Kartoffeln. So, haben wir hier schon was da? Nee, ne? Das dauert hier echt lang. 86% normale Produktivität, Verarbeitungszeit 34 Sekunden. Vielleicht durch das Industriegebiet kann das sein, dass da jetzt die ganzen Bäume nicht mehr so recht wachsen. 100% aber. Nee, 90. So. Hier wäre 100%. Wir bauen hinten noch einen hin. Und brauchen noch mehr Leute. Viel mehr Leute. Kann ich nicht upgraden? Kann ich upgraden. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Und die noch dazu. Brauchen wir wieder noch mehr Bauern, aber das ist kein Problem. Holz haben wir genug noch. So, die Stadt Ditchwater, sie wächst. Jetzt haben wir schon 1200 Einwohner. Kommt noch alles hin? Ja, kommt alles noch hin. Die Feuerwehr. Oh, Feuerwehr wird schon langsam kritisch. Da bräuchten wir jetzt hier hinten fast noch eine. Wie viel kostet ihr? Wie viele Leute? Keine? Dann haben wir hinten noch ein bisschen Feuerwehr im Industriegebiet. Die haben, gut, hier hinten ist keine Feuerwehr. Wenn es hier mal brennt, dann brennt es. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Waren voller Warenausgang. Warum wird hier nichts abgeholt? So, das können wir ja nicht upgraden. Das haben wir ja schon. Oh, wir müssen das Treibgut finden. Einsammeln. Einsammeln. Liefern Sie an Möbelsocks. So, wo ist der Möbelsocks? Da ist der Möbelsocks. Und los geht's. So, wir haben jetzt Stahl. Das heißt, wir warten mal, dass wir den Auftrag noch erledigen können, weil dafür gibt es ein bisschen Cash. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Anno 1800 in Ditchwater. Bis dahin, bleibt uns treu. Tschüss, euer Rob.